Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zu Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen. Das ist eigentlich ein bisschen laut heute. Ja, schon, ne? So, ich glaube, so genügt's. Brülle ich sie nicht gar so sehr an. Determinanten sind das Thema. Und hier links unten in dem Kasten steht, was bisher geschah. Das war, ne? Nicht malen kann. Diese Geschichte hier. Wir haben Matrizen invertiert am Mittwoch. Und dann haben wir so eine 2-Kreuz-2-Matrix invertiert. Und haben herausgefunden, taucht immer so eine bestimmte Kombination der Elemente auf, der Matrixelemente. Und zwar war diese Matrix genau dann invertierbar, wenn dieses Produkt über Kreuz, also hier die Diagonale runter, minus hier diese Diagonale, a mal d minus b mal c hatten wir das genannt, wenn dieses Produkt nicht null ist. Und das hatten wir dann die Determinante der Matrix genannt. Also die Determinante dieser Matrix war diese Kombination hier, a d minus b c. Und dann haben wir uns überlegt, passt das denn? Ist das irgendwie, was ist die Bedingung dafür, dass eine Matrix invertierbar ist? Das hieß, dieses zugehörige, wenn wir ein lineares Gleichungssystem basteln, mit der Matrix als Koeffizientenmatrix und irgendeine Inhomogenität hinschreiben, dann sollte das immer eine eindeutige Lösung haben. Ja, dazu müssen die Spalten linear unabhängig sein. Dann haben wir gesehen, ja Mensch, was das Ding hier ausrechnet, das ist doch sowas, das schreibt aber heute nicht gut, das ist doch sowas wie der Betrag des Kreuzprodukts der Spalten der Matrix. Also wir haben genommen AC und hier hingeschrieben und BD und das hier hingeschrieben. Und damit wir das Kreuzprodukt bilden können, haben wir einfach diese beiden Vektoren genommen und in die XY-Ebene eines A3 gelegt. Das heißt, wir haben dieses Bildchen hier gemacht in der XY-Ebene eines A3. Haben wir dieses Parallelogramm gebildet mit den beiden Spalten der Matrix. Und haben gesehen, die Determinante, die rechnet also den Flächeninhalt dieses Parallelogramms aus. Der Betrag davon zumindest. Das ist genau das hier, was wir schon kennen vom Kreuzprodukt. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach der Determinante für n Kreuz n Matrizen und sagen, jetzt soll das doch anschaulich irgendwie das Gleiche sein. Das soll das Volumen dieses höherdimensionalen Parallelogramms, Parallelepiped nennt man das, soll das irgendwie messen. Also wir nehmen die Spalten einer n-Kreuz-n-Matrix, das sind dann also n-Vektoren im Rn, und bilden so ein höherdimensionales Parallelogramm, also alle Linearkombinationen, wo immer der Faktor vor jedem Vektor zwischen 0 und 1 ist. Dann fahren wir so ein höherdimensionales Parallelogramm aus. Dreidimensional nennt man das auch Spart oder allgemein Parallelepiped. Hier habe ich es nochmal dreidimensional. Sag mal, das ist ja heute schlimm. Hier habe ich es nochmal dreidimensional skizziert. Und jetzt ist die Frage, was müsste denn so eine Abbildung, die also der quadratischen Matrix diese Zahl zuordnet, was müsste die denn erfüllen, wenn die dieses Ding ausrechnet? Die müsste auf jeden Fall in jeder Spalte linear sein. Also insbesondere, wenn wir einen der Vektoren um einen Faktor Lambda verlängern, dann müsste sich dieses Volumen, was wir da ausrechnen, also Fläche zweidimensional, Volumen dreidimensional oder Hypervolumen, wir nennen das immer dann Volumen einfach, müsste sich dieses Volumen um den gleichen Faktor verändern. Ja, wenn wir jeden Vektor mit irgendwelchen Faktoren multiplizieren, dann kommt jeder dieser Faktoren nachher vorne zum Volumen dazu. Dann müssen wir sagen, in was für Einheiten wir dieses Volumen messen wollen. Also wenn wir zum Beispiel irgendeine Kombination von Vektoren angeben, wo wir sagen, da hat das Volumen dann, ist das Volumen dann 1. Und dann nehmen wir die Matrix, in die wir die kanonischen Einheitsvektoren reinschreiben. Also wenn wir in zwei Dimensionen den Vektor 1, 0 und den Vektor 0, 1 nehmen, dann sagen wir auch, gut, das spannt jetzt also ein Quadrat mit Flächeninhalt 1 auf, einmal 1. Mit drei Vektoren dann also x, y, z, kanonischen Einheitsvektoren, würden wir sagen, spannen so ein Würfelchen
mit Volumen 1 auf. Das heißt, wir legen immer fest, wir hätten gerne, dass die Determinante der Einheitsmatrix, das ist ja gerade die Matrix, wo spaltenweise hier die kanonischen Einheitsvektoren drinstehen, dass die 1 ist. Das nennen wir die Normierung. Und dann noch eine Beobachtung hier drüben. Ich habe immer gesagt, wir rechnen hier den Flächeninhalt des Parallelogramms aus, was wir aufspannen. Aber das Ding kann ja auch negativ sein. Es hängt davon ab, ob wir jetzt, wenn wir hier die, also heute spinnt der Rechner leider ein bisschen, wenn wir hier die beiden Spalten nehmen und die andersrum reinschreiben, dann würden wir immer noch das gleiche Bildchen malen da drüben. Ne? Aber wenn wir die zweite Spalte als erste schreiben, dann wechselt aber das Kreuzprodukt gerade das Vorzeichen. Also das Ding misst nicht nur das Volumen, sondern es hat noch irgendwie so eine Vorzeichenregel dabei. Wir legen also für eine Matrix hier, für die Einheitsmatrix mal fest, was rauskommen soll. Und dann sagen wir immer, wenn wir irgendwie später mal zwei Spalten austauschen, also hier die Spalte K und die Spalte J ausgetauscht, dann müsste die Determinante gerade das Vorzeichen wechseln. Und das Interessante ist jetzt, also diese Eigenschaften, die sollte so eine Abbildung haben, die einer N-Kreuz-N-Matrix eine Zahl zuordnet. Und sagen, diese Eigenschaften sollte das Ding haben, wenn das anschaulich die Verallgemeinerung von dem ist, was wir hier gesehen haben. Mist heute, was wir hier gesehen haben. Und diese Eigenschaften, die ich hier hingeschrieben habe, die reichen jetzt, um tatsächlich fest diese Abbildung hier festzulegen. Also es gibt nur eine solche Abbildung, die das alles erfüllt, was hier steht. Und die basteln wir uns jetzt. Ja. Ja, genau. Ich wiederhole es kurz, dass es alle hören konnten. Wenn also unsere Matrix jetzt 4 Spalten hat oder mehr als 4 Spalten, dann tausche ich mal die 2. Dann hat die Determinante der Matrix, die dadurch entsteht, ist minus die Determinante, die wir vorher gehabt hätten. Wenn wir nochmal 2 Spalten tauschen, sind wir wieder zurück bei der ursprünglichen. Genau. Also auch beliebig, egal welche Spalten. Immer wenn wir 2 Spalten tauschen, dann ändert sich das Vorzeichen. Das heißt, wenn ich zuerst die 2 Spalten tausche und dann noch andere 2 Spalten austausche, dann kriege ich 2-mal ein Minuszeichen, also bin ich dann insgesamt wieder zurück bei der Determinante, die ich vorher hatte. Okay, also was folgt jetzt? Schreiben wir mal vielleicht hier unten hin, oder? Tut mir leid, irgendwie, mein Rechner hat heute einen Mods-Bezug hier. Ich hoffe, ich kann noch irgendwann normal schreiben. Jetzt geht's wieder. Also, Folgerungen. Was folgt aus dieser, Sie im Saal, Sie sehen es noch, erstens war die Linearität in jeder Spalte. Also wenn wir die, daraus folgt Folgendes. Wir gucken uns mal die Determinante einer Matrix A an und nennen die Einträge hier A11 bis A1n, AN1, ANN, also so eine quadratische Matrix, N Zeilen, N Spalten. Wenn wir linear in jeder Spalte sind, dann muss diese Determinante ja sowas sein, wie wir nehmen aus jeder Spalte einen Eintrag und multiplizieren die zusammen. Und das können wir vielleicht auf verschiedene Arten machen.
Und dann können wir Linearkombinationen von solchen Termen bilden. Aber immer so ein Term, wo wir aus jeder Spalte einen Eintrag nehmen, der hat genau diese Eigenschaft, dass er linear in jeder Spalte ist. Das sind die einzigen, die das sind. Nehmen wir also alle von denen und basteln uns die irgendwie zusammen. Also, wie sieht das aus? Wir nehmen das hier ein bisschen Platz. Wir nehmen eine Zahl aus der ersten Spalte. Also brauchen wir irgendwas. Sagen wir, wir gehen in die Zeile J1 und dann hier eine 1. Also wir haben hier so ein, die Indizes sind jetzt J1 und 1. Ja? Das heißt, wir nehmen den J1. Eintrag in der ersten Spalte. Dann nehmen wir in der zweiten Spalte irgendeinen Eintrag. Also schreibe ich hier J2 hin, das ist also ein Index mit Index und 2 und so weiter. Und das machen wir, bis wir in die n-te Spalte gehen. Dann nehmen wir den J-nten Eintrag aus der n-ten Spalte. Deswegen ist also der Zeilenindex Jn und der Spaltenindex ist n. Egal, was diese J1 bis Jn Zahlen sind, sowas hier ist immer linear in jeder Spalte. Jetzt können wir viele solche Terme nehmen, mit unterschiedlichen Js, und da irgendeinen Vorfaktor hinschreiben. Also schreiben wir irgendeinen Vorfaktor hin, groß C, der hängt ab von J1, J2 und so weiter bis Jn. Das ist also eine Konstante, eine Zahl für jede Kombination von den Js. Also ist jetzt hier so ein groß C mit n Indizes. Oh, und die zählen wir alle zusammen. Also machen wir jetzt hier eine Summe, wo wir jedes der Js, J1 bis Jn, die lassen wir alle von 1 bis n laufen. Dann haben wir also alle Terme hingeschrieben, die linear in jeder Spalte sind und haben von denen irgendeine komplizierte Linearkombination gebildet. Vielleicht komplizierte, je nachdem, was die Cs sind. Das sind ziemlich viele Terme. Ich kann ja jede dieser n-Zahlen hier, ich kann einen Wert von 1 bis n annehmen, also habe ich n mal n mal n und so weiter, also n hoch n unterschiedliche Terme zunächst mal hier stehen. Das liefert uns als erstes mal die Linearität. Und jetzt ist die Frage, was sind diese n hoch n Koeffizienten, die hier vorne stehen? Ziemlich viele, die müssen wir irgendwie festlegen. Und die Behauptung ist, die sind durch die nächsten beiden Bedingungen schon festgelegt. Also schauen wir uns mal diese Normierungsgeschichte an. Was folgt denn jetzt daraus? Wir haben gesagt, die Determinante der Einheitsmatrix, die ist 1. Das ist die Determinante der Matrix, wo spaltenweise die kanonischen Einheitsvektoren E1, E2 und so weiter drinstehen. Also das ist die Determinante, wo hier in der ersten Spalte steht 1 und dann lauter Nullen. In der zweiten Spalte steht 0, 1 und dann lauter Nullen. Und in der letzten Spalte stehen lauter Nullen und am Schluss eine 1. Wenn ich jetzt aus jeder Zeile, wenn ich jetzt aus jeder Spalte einen Eintrag nehme und die zusammen multipliziere, dann werde ich meistens 0 kriegen. Ich meistens irgendwo eine oder mehrere Nullen gepackt habe. Nur wenn ich in der ersten Zeile den ersten Eintrag, in der zweiten Zeile den zweiten, in der dritten den dritten und so weiter nehme, nur dann kommt nicht Null raus. Also von diesen ganz, ganz vielen Kombinationen, die hier stehen, ist für diese Matrix nur eine einzige ungleich Null. Das heißt, was wir jetzt hier rauskriegen, ist gerade der Koeffizient mit den Indizes 1 bis n. Also hier kommt das C-Index 1, 2 und so weiter bis n raus. Weil hier von unseren n hoch n Termen sind bis auf einen alle 0. Und der nicht 0 ist, der hat hier eine 1, hier eine 1 und so weiter bis und hier auch wieder eine 1. Also dann multiplizieren wir n Einsen und dann bleibt nur noch der V-Faktor davor übrig. Jetzt kennen wir also von den n hoch n Zahlen, die wir bestimmen müssen, kennen wir jetzt eine, die ist 1. Diese hier. Und jetzt tatsächlich die restlichen sind alle durch diese Bedingung festgelegt, dass wenn wir zwei Spalten tauschen, dann
dann geht die Determinante in minus sich selbst über. Also die dritte Bedingung, die impliziert jetzt Folgendes. Wir bilden mal die Determinante der Matrix, wo wir kanonische Einheitsvektoren reingeschrieben haben, aber irgendwelche. Vielleicht als erstes nicht den ersten kanonischen Einheitsvektor, sondern den J-ersten. Und dann IJ2 und so weiter bis IJN. J1 bis JN wieder irgendwelche Zahlen von 1 bis N. Das heißt, hier könnten auch Einheitsvektoren doppelt vorkommen. Vielleicht wenn zum Beispiel J1 und J2, wenn die beide 1 sind, dann steht da zweimal 1 oder Nullen. Wenn wir die Determinante dieser Matrix bilden, mit dem gleichen Argument wie gerade eben, hier bei dieser Rechnung, gibt es nur einen einzigen Term in der großen Summe, der nicht Null ist. Und das ist der, und der ist dann, bei dem sind dann dieses Produkt hier hinten 1, und dann bleibt wieder nur einer von diesen Koeffizienten übrig, nämlich der Koeffizient C, J1, J2 und so weiter bis Jn. Gut. Das heißt, wir können die alle ausrechnen, indem wir Determinanten ausrechnen, wo wir in so eine Matrix nur kanonische Einheitsvektoren reingeschrieben haben. So, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal an, wir haben das einmal gemacht und dann tauschen wir zwei der Einheitsvektoren aus. Das heißt, wir tauschen so einen Index hier aus. Dann machen wir es erstmal für die Matrix. Also, wir machen hier rechnen so eine Determinante aus. Determinante. Jetzt schreiben wir irgendwas rein und dann steht hier vielleicht in irgendeiner Spalte steht IJK und später steht hier irgendwie IJL. Und jetzt tauschen wir die beiden aus und alles andere behalten wir gleich. Dann kriegen wir gerade ein Vorzeichen. Also wenn wir jetzt in der Kartenspalte jetzt das hinschreiben, was vorher in der Eltenspalte stand, dann steht hier also irgendwann mal das IJL. Und dann da in der Eltenspalte schreiben wir das hin, was vorher in der Kartenspalte stand. Das EJK. Und dann kriegen wir gerade, das eine ist das Negative vom anderen. Das heißt, wir rechnen zwei solche Koeffizienten aus, die wir bestimmen wollen, und die sind dadurch miteinander verknüpft, dass der eine das Negative vom anderen ist. Also was kriegen wir hier raus auf der linken Seite? Das ist das C, wo hier irgendwann JK steht. Und irgendwann später dann vielleicht JL. Und hier auf der anderen Seite kriegen wir raus minus C. Und dann steht zunächst irgendwann mal hier JL und irgendwo anders JK. Und alle anderen sind gleich geblieben. Also wenn man sich überlegt, wenn wir in der Matrix zwei Spalten tauschen, dann geht die Determinante über zu minus das, was sie vorher war. Das heißt also, wenn wir an diesem Koeffizienten mit den vielen Indizes, wenn wir da zwei Indizes austauschen, dann kriegen wir gerade minus den Koeffizient, den wir vorher hatten. Wenn jetzt JL gleich JK war, dann steht da ja das Gleiche. Also wenn ich bei den vielen Indizes, die an dem C unten dran stehen, zwei austausche, die ja beide schon gleich waren, wenn hier eine 3 steht und hier eine 3 steht, dann tausche ich das aus, dann steht da immer noch der gleiche Koeffizient, aber jetzt mit einem Minuszeichen davor. Das heißt, wenn zwei von diesen Indizes gleich sind, dann ist der Koeffizient 0. Wir folgern mal. Dieser Koeffizient mit den vielen Indizes, der ist 0. Falls zwei oder mehr, also falls
mindestens zwei Indizes gleich sind. Ist ja schon mal ganz gut. Jetzt ist die Anzahl der Terme hier oben ist jetzt deutlich runtergegangen. Das waren ja vorhin waren es n hoch n Terme am Anfang. Jeder dieser n Indizes konnte die Werte 1 bis n annehmen. Und jetzt müssen die ja alle unterschiedliche Werte annehmen. Das heißt, wir haben irgendwie n Möglichkeiten für den ersten und n minus 1 für den zweiten und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt nur noch n Fakultät Terme, nicht mehr n hoch n Terme. Gut, n Fakultät sind immer noch eine Menge, aber die Vorfaktoren sind alle nicht allzu unterschiedlich, denn wir können ja auch noch folgern, wenn wir zum Beispiel sowas hier anschauen, das C, wo hier unten steht 2, 1 und dann steht da 3, 4 und so weiter bis n. Ja, das ist das gleiche wie das C, wo hier unten stand 1, 2, 3, 4 und so weiter bis n. Das heißt, was wir machen können, ist, wir kennen ja einen dieser Koeffizienten, nämlich den hier, wo die Indizes 1 bis n in der aufsteigenden Reihenfolge da unten stehen. Und alle anderen, die nicht 0 sind, kriegen wir dadurch, dass wir jetzt sukzessive Indizes an dem ersten hier vertauschen. Also wenn wir 2 austauschen, dann kriegen wir minus 1, wenn wir wieder 2 tauschen, nochmal, mit dem Ergebnis wieder 2 tauschen, kriegen wir wieder plus 1 und so weiter. Das heißt, die meisten der Cs, die ich hier oben hingeschrieben habe, waren 0 und von den übrigen ist die Hälfte 1 und die andere Hälfte minus 1. Und das war's. Damit sind alle festgelegt. Festgelegt. Das ist doch toll, oder? Nur über diese drei Bedingungen. Irgendeine Abbildung haben wir gesucht, die einer n-kreuz-n-Matrix eine Zahl zuordnet. Dann hatten wir nur diese drei Bedingungen gefunden, die erfüllen soll, aus anschaulichen Gründen. Und das legt diese Abbildung fest. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert hat. Ob wir damit dann wieder das bekommen, zum Beispiel bei 2-Kreuz-2-Matrizen, was wir schon kennen. Und bei 3-Kreuz-3-Matrizen wissen wir auch schon, was wir erwarten. Da haben wir das Spat auch schon mal ausgerechnet, das Volumen. Okay, aber vielleicht noch, bevor wir das machen, noch eine Beobachtung. Wenn ich sage, die Indizes müssen alle unterschiedlich sein, dann muss auch jede der Zahlen 1 bis n einmal auftauchen. Ich habe ja n zur Verfügung und muss an n Stellen irgendwas hinschreiben. Das heißt, ich nehme nicht nur bei diesem Produkt hier oben jetzt am Schluss, bei dem was rauskommt, nehmen wir nicht nur aus jeder Spalte eine Zahl, sondern wir nehmen auch aus jeder Zeile eine Zahl. Das heißt, wir bilden all die Produkte, wo wir immer genau aus jeder Zeile und jeder Spalte eine Zahl genommen haben. Und die zählen wir dann mit so einem abwechselnden Vorzeichen plus 1, minus 1 zusammen. Das ist die Determinante. Das gibt das Volumen dieses Parallelepipeds. Das heißt jetzt auch, die Determinante ist nicht nur linear in jeder Spalte, sondern die ist auch linear in jeder Zeile. Wir bilden ja auch wieder so ein Produkt, wo wir aus jeder Zeile eine Zahl genommen haben. Das lohnt sich, das schreiben wir auf als Beobachtung. Jetzt sind es nicht nur Produkte oder nicht mehr nur Produkte mit je einem Faktor aus jeder Spalte, da kommt, glaube ich, kein Komma hin, gell? Das ist kein Nebensatz,
Das war also Linearität in den Spalten, sondern auch mit je einem Faktor aus jeder Zeile. Das heißt, die Determinante, die zunächst linear in den Spalten war, Linearität in den Spalten, das war das, was wir reingesteckt haben. Und wir haben rausgekriegt, wir haben auch was bekommen, was linear in den Zeilen ist. Überhaupt werden Zeilen und Spalten jetzt hier vollkommen gleichberechtigt behandelt. Können wir hieraus schon schließen, dass die Determinante von A transponiert die Determinante von A ist. Da haben wir nur Zeilen und Spalten gerade die Rolle ausgetauscht. Ja? Gut, aber jetzt mal ganz konkret zurück zu den Spezialfällen, sagen wir mal, 2x2-Matrizen. Oder Beispiele. Als erstes 2x2-Matrizen. So wie wir das da oben hingeschrieben haben, hätten wir gesagt, die Determinante zunächst mal von A, B, C, D. Da haben wir gesagt, wir gehen nochmal geschwind durch, wie wir das gerade konstruiert haben. Wir haben gesagt, wir nehmen aus jeder Spalte einen Faktor. Zum Beispiel können wir einmal hinschreiben A mal B. Dann können wir hinschreiben A mal D. Dann können wir hinschreiben C mal B und dann können wir hinschreiben C mal D. Die Koeffizienten davor wären hier C11 plus C12 plus C21 plus C22. So, jetzt haben wir gesagt, wenn da zwei gleiche Indizes sind, dann ist dieses C0. Das hier ist 0, das C11, und das hier ist 0, das C22. Dann haben wir gesagt, das C, wo die Zahlen 1 bis n einfach in aufsteigender Reihenfolge stehen, das ist 1, also C12 ist 1. Und das, wenn wir jetzt die 1 und die 2, den Index da unten tauschen, dann ändern wir gerade das Vorzeichen, also muss C21 gerade minus 1 sein. Also im Spezialfall 2x2-Matrizen nochmal die Liste, die Sie hier im Hörsaal noch sehen. Oder ich schalte nochmal zurück. Diese Liste hier von oben bis unten durchgegangen. Jetzt haben wir die Vorfaktoren alle festgelegt. Und was bleibt jetzt übrig? Naja, einmal AD plus minus einmal CB. Und das ist genau das, was auch bisher unsere Determinante war. Also das hat funktioniert. Das ist das, was wir erwartet haben. Unsere allgemeine Überlegung führt wieder zu dem zurück, womit wir hier ganz am Anfang heute gestartet sind. Zu dem hier. Jetzt machen wir mal noch den Fall einer 3x3-Matrix. 3x3 Matrizen. Also ist klar, jetzt haben wir so ein C mit drei Indizes und sobald zwei Indizes gleich sind, ist diese Konstante 0. Die brauchen wir nicht alle hinschreiben, jetzt schreiben wir die hin, die nicht 0 sind. Also wenn ich C 1, 2, 3 angucke, das ist offensichtlich 1. Jetzt tauschen wir mal hier die ersten beiden Indizes aus. Dann kann ich folgern, dass das C213, das muss offensichtlich minus 1 sein.
Dann tauschen wir mal hier die beiden hinteren Indizes aus, dass wir was Neues kriegen. Und dann bekommen wir C, 2, 3, 1. Das muss offensichtlich wieder 1 sein, weil das ist ja das Negative von dem, was wir davor hatten. Ich mache das mal hier so. Ja. Wir tauschen immer die aus, die ich unterstrichen habe. Jetzt tauschen wir da wieder. Tauschen wir da, mägen wir wieder die ersten beiden, kriegen wir wieder was Neues. Kriegen wir nämlich das C mit den Indizes 3, 2, 1. Das ist dann offensichtlich wieder minus 1. Jetzt sehen Sie das, was Sie vorhin gefragt hatten. Ne? Wenn wir nach und nach, jedes Mal, wenn wir wieder zwei Spalten tauschen in der Matrix oder jetzt hier an diesem Vorfaktor zwei Indizes austauschen, das ist gleichbedeutend, kriegen wir immer ein Minuszeichen. Tauschen wir wieder die hinteren beiden, dann stellen wir fest, dass C3, 1, 2 offensichtlich 1 ist. Und dann tauschen wir nochmal die beiden vorderen. Und dann kriegen wir C1, 3, 2 ist minus 1. Jetzt haben wir alle, wenn wir wieder die hinteren beiden tauschen, haben wir wieder C1, 2, 3. Das hatten wir schon am Anfang. Passt auch. Ne? Wenn wir jetzt hier weitermachen würden, nochmal die hier tauschen, dann kommen wir zurück zu dem hier, mit dem wir gestartet sind. Und wie viele brauchen wir? 6 Stück haben wir gefunden, solche Koeffizienten, die nicht 0 sind. Das passt. 3 Fakultät ist 6. Ja. Können wir übrigens auch vielleicht hier noch hinschreiben. Diese Summe hier hat zunächst n hoch n Summanden. Am Ende nur n Fakultät Summanden. Also bei einer 2-Kreuz-2-Matrix gibt es 2 Fakultät, also 2 Terme. Da hatten wir AD minus BC. Bei einer 3-Kreuz-3-Matrix gibt es jetzt 6 solche Terme, die wir hinschreiben müssen. 3 Fakultät-Terme. Gut, jetzt rechnen wir mal aus. Mit Hilfe von diesen Koeffizienten, so wie sie da oben stehen, rechnen wir mal aus, die... Eigentlich war das doch ganz hübsch, was ich da hingeschrieben hatte. Lassen wir das doch stehen. So kommen wir zurück zu dem hier. Ne? So, jetzt rechnen wir mal aus, die Determinante der Matrix, wo wir in die Spalten die Vektoren a, b, c reingeschrieben haben. Das ist dann also die Determinante der Matrix mit, sagen wir mal, den Einträgen a1, a2, a3. B1, B2, B3, C1, C2, C3. Gut, was ist das? Da oben steht es noch. Wir haben diese Vorfaktoren, die Groß-Cs. Ah, jetzt meine Groß-Cs nicht mit den Klein-Cs verwechseln, ne? Aber ich glaube, man kann das sehen. Die tauchen jetzt eh nicht mehr auf, die Groß-Cs. Die sind eh alle 1 oder minus 1. Also, wenn wir in der ersten Spalte den ersten, in der zweiten den zweiten, in der dritten den dritten Eintrag nehmen, ist der Vorfaktor 1. Also brauchen wir A1, B2, C3. Wenn wir in der ersten Spalte den zweiten Eintrag, in der zweiten Spalte den bin ich hier, in der zweiten Spalte den ersten Eintrag und in der dritten Spalte den dritten nehmen, dann ist der V-Faktor minus 1. Also minus A2, B1, C3. Dann plus A2,
B3C1 minus A3 B2 C1, das war jetzt von hier, jetzt kommen wir zu dem hier, plus A3 B1 C2 und als letztes minus A1 B3 C2. Jetzt gucken wir mal, die sortieren wir das mal nach dem, welcher C-Faktor da dabei ist. Hier gibt es einen mit C3 und hier gibt es einen mit C3. Hier gibt es einen mit C1 und hier gibt es einen mit C1. Und hier gibt es einen mit C2 und hier gibt es einen mit C2. Können wir das doch schreiben als irgendeinen Vektor mal den Vektor mit den Einträgen C1, C2, C3 und wir bilden hier das Skalarprodukt. Hoppla. Also, was stand bei C1 hier? Die beiden Terme mit C1, das sind diese hier. Da steht A2B3 minus A3B2. Das steht bei C2. Das sind diese beiden Terme hier. Da steht A3B1 minus A1B3. A3B1 minus A1B3. Und wenn wir die Terme mit C3 suchen, das C3 ausklammern, steht hier noch A1B2 minus A2B1. Und das ist natürlich toll. Das Blaue, was da gerade entstanden ist, ist nämlich gerade das Kreuzprodukt von A und B. Also hier steht A Kreuz B und anschließend Skalarprodukt mit C. Spartprodukt. Das haben wir irgendwie auch erwartet. Wir haben ja gesucht, die Abbildung, die das Volumen ausrechnet, dieses Parallelepipeds im dreidimensionalen Fall, also dieses Spats hier. Und das macht ja auch das Spartprodukt, rechnet dieses Volumen aus. Also Sie sehen, das hängt alles wunderschön zusammen. Und unsere Determinanten tun also, was sie sollen. Nochmal geschwind überlegen, wie sind wir da hingekommen? Weil ich glaube, das ist eigentlich schon recht lustig. Wir haben versucht, eine 2-Kreuz-2-Matrix zu invertieren. Wir haben diese Zahl gefunden, die festlegt, ob die invertierbar ist oder nicht. Wir haben uns überlegt, was die anschaulich bedeutet, kamen auf das Bildchen mit dem Parallelogramm, haben das höherdimensional verallgemeinert, haben gesagt, das muss jetzt, wenn es sowas höherdimensional auch gibt, muss es bestimmte Eigenschaften haben. Und damit war es festgelegt. Können wir also solche höherdimensionalen Volumina und sowas ausrechnen. Das ist übrigens auch sehr geschickt, wenn wir später mal, zum Beispiel, wenn Sie hier dabei bleiben, im Sommersemester höherdimensionale Integrale ausrechnen, da werden auch gelegentlich solche Determinanten auftauchen, genau aus dem Grund, weil Determinanten solche Volumina messen. Aber jetzt ist es so, wir haben schon gesehen, 2-Kreuz-2-Matrizen, 3 Terme, 3-Kreuz-3-Matrizen, 6 Terme, könnte man natürlich immer so Brute Force ausrechnen, indem man die so hinschreibt. 4x4-Matrizen, 4 Fakultät, 24 Terme, ja, da habe ich schon keinen Bock mehr, das hinzuschreiben und für größere vermutlich auch nicht. Ja, also N Fakultät ist schon nicht so klein für große N. Das heißt, es wäre jetzt auch noch ganz gut, wenn wir Methoden hätten, diese Determinanten auszurechnen, ohne immer diese ganze Summe von Produkten komplett auszuschreiben. Und das geht, und das kommt wieder aus dem, was wir jetzt über die Eigenschaften der Determinante wissen. Schauen wir mal vielleicht hier unten hin. Aber für große Matrizen
wollen wir vielleicht nicht immer alle Terme, Klammer, in Fakultät der Summe hinschreiben. Wie rechnen wir Determinanten also wirklich aus? Und Achtung, die Antwort wird gleich sein mit dem Gauss-Algorithmus, mit dem wir lineare Gleichungssysteme gelöst haben, mit dem wir Inverse bestimmt haben, mit dem kriegen wir auch die Determinante. Aber jetzt warum und wie? Schaut mal hier hin, die Rechnung. Determinanten. Es gibt Matrizen, für die können wir die Determinante sofort ablesen. Sagen wir mal, für Dreiecksmatrizen machen wir speziell obere Dreiecksmatrizen. Die obere Dreiecksmatrizen, da brauchen wir nur die Diagonale runter multiplizieren. Obere Dreiecksmatrix heißt, wir haben unterhalb der Diagonale von links oben nach rechts unten nur Nullen stehen und oberhalb irgendwas. Ich schreibe es Ihnen gleich hin. Aber kommen wir erstmal hin, Produkt der Diagonalelemente. Hoppla. Also warum? Wir berechnen die Determinante einer Matrix, die so aussieht. Steht hier vielleicht A11 auf der Diagonalen und dann A22 und so weiter bis ANN. Und hier unten sind lauter Nullen und Sie kennen schon Sternchen, hier oben steht irgendwas. Wenn wir jetzt ein Produkt bilden wollen, wo wir aus jeder Spalte einen Eintrag nehmen, dann werden da auch wieder oft Null rauskommen, wird oft Null rauskommen für dieses Produkt. Nämlich immer dann, wenn wir irgendwann mal in dem Dreieck hier unten eine dieser Nullen gewählt haben. Das heißt, die einzigen Terme, die nicht Null sind, sind die, wo wir in der ersten Spalte den ersten Eintrag gewählt haben. Die restlichen hier, da würden wir lauter Nullen treffen. Jetzt dürfen wir aber in der zweiten Spalte nicht wieder was aus der ersten Zeile nehmen, weil sonst hätten wir ja zwei Einträge aus der ersten Zeile genommen und dann ist der Vorfaktor, das Groß C, 0. Das heißt, hier dürfen wir nicht mehr zugreifen. Jetzt haben wir in der zweiten Spalte auch wieder nur eine möglicherweise von 0 verschiedene Wahl, nämlich das hier. Und dann dürfen wir nichts weiter aus der zweiten Spalte nehmen. Hier standen eh Nullen und so geht's weiter, hier runter. Und dann müssen wir also immer die Einträge nehmen, die hier auf der Diagonalen stehen. Das ist das einzige Produkt, was möglicherweise nicht Null ist. Alle anderen sind automatisch Null. Also die Determinante so einer Matrix ist A11 mal A22 und so weiter bis ANN. Außerdem, wenn wir zwei Spalten vertauschen, oder auch zwei Zeilen. Und wenn wir Gauss machen, vertauschen wir vielleicht lieber Zeilen als Spalten, damit wir nicht so schnell durcheinander kommen. Dann kriegen wir nur ein Minuszeichen. Das heißt, wenn unsere Matrix zwar keine so eine obere Dreiecksmatrix ist, aber irgendwie so viele Nullen hat, dass wir danach ein bisschen austauschen von Zeilen, sie auf diese Form bringen, und dann tauschen wir ein paar Mal Zeilen, merken uns, wie oft wir getauscht haben, wie Sie vorhin gesagt haben. Und für jedes Tauschen gab es einen Faktor -1, haben wir also ungerade oft getauscht haben,
merken wir uns das Minuszeichen. Wenn wir gerade oft getauscht haben, dann multiplizieren wir hinterher die Diagonale runter. Also das wäre auch gut. Tauschen. Wir zwei Spalten oder zwei Zeilen, das geht genauso gut, haben wir ja gesehen. Der Terminante nimmt ja auch immer einen Eintrag aus jeder Zeile, ne? Das war jetzt alles vollkommen Zeilen-Spalten-gleichmacherisch. So ändert sich die Determinante. Um einen Faktor minus 1, mehr nicht. Gut, also vielleicht, wenn wir jetzt durch ein bisschen Zeilen tauschen, das Ding auf obere Dreiecksform bringen können, dann können wir die Determinante auch schon berechnen. Aber wir bräuchten natürlich immer noch genug Nullen, damit das irgendwie geht. Dass das allein durch Tauschen geht. Und jetzt brauchen wir noch was Wichtiges und dann sehen Sie jetzt wirklich den Gauss kommen. Hier, ich schreibe es erstmal hin und dann überlegen wir uns, warum das stimmt, was ich hier hinschreibe. Addieren wir das Vielfache einer Zeile zu einer anderen Zeile. Geht auch mit Spalten, aber wir wollen mit Zeilen arbeiten. Also geht auch mit Spalten, aber wir nehmen besser Zeilen. Also addieren wir das Vielfache einer Zeile zu einer anderen Zeile. Machen wir da eine große Klammer draus hier. Dann ändert sich die Determinante gar nicht. So, und wenn das stimmt, dann sehen Sie hier den Gauss-Algorithmus. Und das haben wir ja immer gemacht. Wir haben uns immer hier unten so ein großes Dreieck von Nullen gebastelt mit dem Gauss-Algorithmus. Das heißt, wir würden ein bisschen ein paar Gauss-Schritte machen. Und wenn wir dann nach ein paar Zeilenoperationen die Matrix auf obere Dreiecksform haben, dann multiplizieren wir die Diagonale runter und dann haben wir die Determinante. Jetzt, warum gilt das? Wir gucken mal. Angenommen, wir rechnen die Determinante aus, die irgendwie so aussieht. Ich mache das mal. Die hat hier vielleicht in der ersten Zeile irgendwas stehen, vielleicht in der zweiten oder in einer anderen Zeile das hier. Nehmen wir jetzt die mal. Und dann noch irgendwie so ein paar Zeilen hier. So. So sieht irgendwie unsere Determinante aus, zeilenweise, und ich habe mal eine Zeile markiert. Und jetzt zählen wir mal das Lambda-Fache der roten Zeile zu irgendeiner anderen Zeile dazu. Dann würden wir also ausrechnen, die Determinante der Matrix, die jetzt irgendwie so aussieht. Na, erste Zeile unverändert, zweite Zeile unverändert. Jetzt sagen wir, wir zählen mal das Lambda-Fache der roten Zeile zur dritten dazu. Ich mache das mal symbolisch so und sage plus Lambda mal das, was in der zweiten Zeile stand. Na, müssten wir es rot machen. Ja, also das ist jetzt meine symbolische Schreibweise für wir zählen das Lambda-Fache der zweiten Zeile
zur dritten dazu. Und die restlichen Zeilen bleiben weiter alle unverändert. Symbolisch für Lambda-faches der zweiten Zeile zur dritten Zeile addiert. Jetzt ist aber unsere Determinante linear in jeder Zeile. Das heißt, das ist die Determinante der Matrix, die in der ersten Zeile das stehen hat wie die Ausgangsmatrix, in der zweiten Zeile auch das, in der dritten Zeile wieder das, was die Ausgangsmatrix hatte, vierte und fünfte auch. Plus Lambda mal die Determinante der Matrix, die in der ersten Zeile das stehen hat wie die Ausgangsmatrix, in der zweiten auch, die aber in der dritten das gleiche stehen hat wie das, was die Ausgangsmatrix in der zweiten hatte, vierte und fünfte unverändert. Ja, also Linearität, das hier war Linearität in den Zeilen. So, aber jetzt ist die Matrix, die da hinten neu dazugekommen ist, die mit den zwei roten Zeilen, das ist ja eine Matrix, die hat zwei gleiche Zeilen. Das heißt, diese Determinante hier, die ist 0. Sie erinnern sich, eine Matrix mit zwei gleichen Spalten hat Determinante 0. Und wenn wir die beiden Spalten austauschen, würden wir Minuszeichen kriegen, aber steht die gleiche Determinante da. Das heißt, Determinante von irgendwas ist gleich Minus Determinante von Gleichen. Da muss es 0 sein. Das ist das Argument, was wir auch genutzt haben, um hier mal diese Nullen zu schlussfolgern. Ja? Und jetzt haben wir gesehen, das Gleiche gilt, was für Spalten gilt, gilt auch alles für Zeilen bei den Determinanten. Das war vollkommen symmetrisch, Zeile, Spalte. Das heißt, diese typische Operation, die wir machen, das Fünffache der ersten Zeile zur dritten dazuzählen oder sowas, so eine Operation ändert die Determinante nicht. Das heißt, wir können Gauss machen. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, was wir nicht machen dürfen, ist einfach eine Zeile oder eine Zeile mit einer Zahl durchmultiplizieren. Das würde die Determinante um diesen Faktor ändern, aber das lassen wir einfach. Wir machen einfach nur Gauss, wo wir immer Vielfache einer Zeile zu anderen Zeilen dazuzählen und das machen wir so lange, bis wir die Dreiecksform haben und dann multiplizieren wir die Diagonale runter und dann haben wir die Determinante. Und wie ist das? Am Freitag machen wir mal 5 Minuten Pause, gell? Dann schreibe ich doch vielleicht hier die Schlussfolgerung hin und dann machen wir das Beispiel nach der Pause. Also hier, die Idee, wie macht man das? So, mal gucken, kann ich das malen? Juhu, die Idee ist also, wir machen einen eingeschränkten Gauss. Also immer Vielfache einer Zeile zu einer anderen dazu, aber nicht Zeilen mit Faktoren durchmultiplizieren. Nicht Zeilen mit Faktoren durchmultiplizieren, sondern nur Vielfache einer Zeile zu anderen
Das war jetzt hier unsere Klammer. Also wir machen einen eingeschränkten Gauss, bis wir eine obere Dreiecksmatrix haben. Und dann haben wir die Determinante. Dann multiplizieren wir nur noch Diagonale runter. Das heißt, diese ganzen Überlegungen, was sind die Eigenschaften und was folgt allein aus den Eigenschaften und so weiter, die helfen uns jetzt schon auch wieder tatsächlich praktisch, Determinanten auszurechnen. Also das da oben war zwar irgendwie ein schöner Spaß für sich, dass wir uns diese Überlegungen hier machen konnten und dass wir dann nachher das rausgekriegt haben, was wir erwartet haben. Aber es sagt uns jetzt auch tatsächlich, wie wir Determinanten wirklich ausrechnen. Und das machen wir in 5 Minuten nach der Pause. Um 9.16 Uhr berechnen wir eine Determinante. Bis gleich. Was ist der Code von Tweetback heute? Moment, der Code von Tweetback heute steht jetzt sichtbar, glaube ich. Ja? UF9K. Thank you.
Oh, so eine 5-Minuten-Pause ist kurz, stelle ich fest. Hier ist ein Beispiel. Eine 4-Kreuz-4-Matrix. Jetzt rechnen wir da mal die Determinante aus mit Hilfe des Gauss-Algorithmus und dann zeige ich nochmal, was wir tun und was wir nicht tun. Also zeilenweise gelesen habe ich die Matrix genommen mit den Einträgen 2, 7, 3, 11. Zweite Zeile 2, 8, 7, 11, 0, minus 1, minus 1, 5, minus 2, minus 7, 0, minus 7. Was machen wir jetzt hier als erstes? Als erstes sagen wir, oh toll, mit Hilfe dieser 2 hier oben können wir die 2 hier direkt drunter wegmachen, indem wir also das minus 1-fache der ersten Zeile zur zweiten dazu zählen. Also wir ziehen die erste von der zweiten ab. Und außerdem, na hier haben wir schon eine 0, das ist okay, da machen wir gar nichts mit der dritten Zeile. Und zur vierten Zeile zählen wir die erste Zeile dazu, dann entsteht da auch eine 0. Also wir addieren die erste Zeile unverändert zur vierten dazu. Was kriegen wir dann? Erste Zeile, der tut sich nichts. 2, 7, 3, 11. Jetzt das minus 1-fache der ersten zur zweiten. Also minus 2 plus 2 gibt 0. Das wollten wir ja so. Minus 7 plus 8 gibt 1. Minus 3 plus 7 gibt 4. Minus 11 plus 11 gibt 0. Mit der dritten Zeile wollten wir nichts weitermachen. 0 minus 1 minus 1, 5. Die schreiben wir so ab. Und dann zählen wir die erste zur vierten dazu. 2 plus minus 2 ist 0. 7 plus minus 7 ist 0. 3 plus 0 ist 3. 11 plus minus 7 ist plus 4. Also solche Operationen machen wir immer, ein Vielfaches einer Zeile zur nächsten dazu zählen. Was wir nicht machen, ist einfach eine Zeile durchmultiplizieren. Also was wir nicht tun, ist jetzt hier zum Beispiel einmal hinschreiben, stattdessen, das ist die Zeile 4, 14, 6, 22 oder sowas, die Zeile mit 2 durchmultiplizieren, weil damit würden wir die Determinante um den Faktor 2 ändern. Also sowas lassen wir. Aber das Doppelte der Zeile zu einer anderen dazuzählen, das ändert die Determinante nicht. Also wenn wir das Gleichungssystem lösen würden, dann würden wir vielleicht die erste Zeile hier noch durch 2 teilen wollen, weil wir da gerne Einsen stehen haben. Und genau diesen Schritt lassen wir sein. Wir lassen die Zeilen für sich alleine, lassen wir die Zeilen unverändert, aber wir addieren Vielfache von Zeilen zu anderen Zeilen dazu. So, jetzt, was bietet sich jetzt an? Mit der 1 hier machen wir die minus 1 hier weg. Also wir zählen die zweite Zeile zur dritten Zeile dazu. Dann können wir abschreiben, Zeile 1, 2, 7, 3,
11, Zeile 2, 0, 1, 4, 0. Zeile 3, minus 1, 1 plus minus 1 ist 0, 4 plus minus 1 ist 3, 0 plus 5 ist 5. Und dann haben wir hier noch die Zeile 0, 0, 3, 4. So, und da lohnt sich jetzt ja wieder die dritte Zeile von der letzten Zeile abzuziehen. Also das minus 1-fache der dritten Zeile zur vierten Zeile dazu zu zählen. Dann haben wir 2, 7, 3, 11, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 3, 5, 0, 0, minus 3 plus 3 ist 0, minus 5 plus 4 ist minus 1. Und jetzt können wir die Determinante ausrechnen, indem wir die Diagonale runter multiplizieren. Also hier. Hoppla, nee, das wollte ich nicht. Sowas wollte ich machen. Hier die Diagonale runter multiplizieren. Und die Determinante dieser Matrix da unten ist die gleiche wie die Determinante der Ausgangsmatrix. Das heißt, wenn wir an dieser Stelle hier angekommen sind, dann schlussfolgern wir, dass die Determinante der Matrix A, die ganz oben steht, gerade ist 2 mal 7 mal 3 mal minus 1. Also, wo habe ich die 7 her? Die 7 war eine 1 hier, gell? Diese hier. Also, abschreiben können ist immer ganz, ganz vorteilhaft. Also 2 mal 1 mal 3 mal minus 1. Über 7 wäre schon toll gewesen, dann wäre was mit 42 rausgekommen. Aber gut, so kommt eben nur 6 raus. Genauer gesagt minus 6. So, minus 6 ist die Determinante da oben. Und das ist natürlich schöner, als jetzt Brute Force alle Kombinationen hinzuschreiben, wo wir aus jeder Zeile und jeder Spalte immer einen Term nehmen und die abwechselnd mit einem Plus- und Minus-Vorzeichen zu versehen und dann alle zusammenzuzählen. Da waren ja 24 Terme. Ein paar davon sind 0, aber nicht viele. Das wäre irgendwie hässlich. Mit ein paar Schritten Gauss ist super. Also Gauss ist die Methode, mit der es immer geht. Jetzt gibt es noch weitere Methoden, mit denen wir gelegentlich Determinanten ausrechnen können. Aber wenn wir wirklich von Hand eine Determinante ausrechnen, so mit Stift und Papier und die Matrix groß genug ist und nicht voller Nullen, dann machen wir ein paar Schritte Gauss und die Sache ist erledigt. Okay. Was gibt es noch für Hilfsmittel? Es gibt noch den sogenannten Determinanten-Multiplikationssatz. Auch hilfreich, dieses Ding hier. Das wäre, wenn die Nummerierungen stimmen, Satz 15. Ja. Also sein A und B Ah, was ist da jetzt? Das vorherige. Okay, hier ist alles dunkel. Sie hätten das gerne so. Also für die Übersichtlichkeit ist das immer ganz gut. Aber wie gesagt, versuchen Sie nicht, das aufzuschreiben, was ich vor 5 Minuten gesagt habe, weil sonst kommen Sie schweißgebadet hier am Ende aus der Vorlesung raus, versuchen die ganze Zeit mir zuzuhören und was anderes aufzuschreiben und können gar nichts mitnehmen. Also dann lieber mal, wenn ich Sie abgehängt habe, lieber mal eine Seite sausen lassen, Sie können es ja hinterher noch nachschlagen, ich gebe es Ihnen ja alles im Nachhinein. Also seien, nicht sein, sondern seien.
Seien A und B beides Matrizen der gleichen Form, also sagen wir, und quadratisch natürlich, wir wollen Determinanten ausrechnen. Beides n Kreuz n Matrizen. Ist übrigens egal, ob die reelle Einträge haben oder komplexe. Ist genauso gut. Dann gilt, so, das Hübscheste, was man hoffen könnte, das gilt auch tatsächlich, die Determinante von A mal B, das ist die Determinante von A mal die Determinante von B. Das kann man auch beweisen. Da steckt auch wieder sowas mit dem Volumina-Messen dahinter, nämlich dass wir mit Hilfe des einen Produkts die andere linear transformieren und irgendwie verzerren und strecken und stauchen und sowas. Aber vielleicht sehen Sie mir es nach, wenn ich das heute gar nicht beweise, sondern Sie vertrauen mir mal und sagen, das ist ja ein wunderschöner Satz, warum sollte der auch nicht gelten? Und wenn Sie es interessiert, im Skript habe ich auch einen Beweis aufgeschrieben. Also ich schreibe mal hier hin. Ohne Beweis, wir nutzen den einfach mal mutig. Und jetzt können wir damit gleich tolle Sachen ausrechnen. Damit gilt zum Beispiel, dass die Determinante der Matrix A hoch minus 1 1 durch die Determinante der Matrix A ist. Und warum eigentlich? Sieht das jemand, warum das gilt? Ja, ich glaube schon. Ja, okay, schießen Sie los. Ja, Warum? weil wahrscheinlich hat es was damit zu tun, dass det a mal det a minus 1 1 ist. Ja, genau. Die Determinante von a mal die Determinante von a hoch minus 1, die ist 1. Und warum das? Also det a mal det a hoch minus 1. Wenn wir zeigen könnten, dass das 1 ist, dann wüssten wir, das eine ist der Kehrwert vom anderen. Nach Determinantenmultiplikationssatz ist es ja det a mal a hoch minus 1, aber a mal a hoch minus 1, das ist die Einheitsmatrix. Und die Einheitsmatrix hat Determinante 1. Aus diesem Grund. Also dafür wäre das mit dem Determinantenmultiplikationssatz ganz hübsch. Oder wenn ich die Determinante von A ausgerechnet habe und als nächstes mich aus irgendeinem Grund die Determinante von A mal A interessiert, na, dann kenne ich die schon, ohne wieder eine Determinante berechnen zu müssen. Also, das ist ganz hilfreich. Und dann gibt es noch eine weitere Methode zum Determinantenberechnen, die Sie ganz gerne verwenden, manchmal ein bisschen zu gerne. Also die funktioniert ganz gut und die hat auch durchaus ihre Anwendungsbereiche. Aber manchmal ist es so, Sie vergessen dann irgendwie alle anderen und berechnen jede Determinante damit und das würde ich nicht empfehlen. Also wenn eine Matrix einigermaßen voll ist mit Zahlen ungleich 0, nicht viele Nullen drin, dann ist das mit dem Gauß immer die beste Methode. Aber jetzt zeige ich Ihnen noch was, was ganz gut ist, wenn die Matrix einigermaßen löchrig aussieht. Das ist der sogenannte Entwicklungssatz oder Laplace'sche Entwicklungssatz. Schreibt mal hier hin. Geschickt für Matrizen mit vielen Nullen. Viele Nullen. Geschickt für Matrizen mit vielen Nullen ist der Laplace'sche Entwicklungssatz.
Laplace. Schau. Sieht jetzt irgendwie komisch aus mit den Punktieren allem. Und mir ist aufgefallen, ich schreibe den gar nicht hin als Satz. Wenn ich den als Satz hinschreibe, dann sagen Sie um Gottes Willen, was steht da? Weil da stehen irgendwie so allgemeine Matrixelemente, A, I, J und sonst was. Und dann stehen da irgendwie Vorzeichenfaktoren, so Vorzeichen wie minus 1 hoch I plus J plus 1 oder sonst irgendwas. Und Sie sagen um Gottes Willen, wer soll denn das lesen? Sondern ich zeige Ihnen einfach mal, wie das geht, so als Algorithmus. Und jetzt verstoße ich mal gleich gegen das, was da oben steht. Wir nehmen mal eine Matrix, wo gar nicht so viele Nullen drin sind, damit wir sehen, wie er funktioniert. Und dann sehen wir auch, warum er für Matrizen mit vielen Nullen ganz gut ist. Also, wir nehmen mal als Beispiel die Matrix mit den Einträgen spaltenweise 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, mal überlegen, wenn ich hier eine 9 reinmache, das müsste schon okay sein. Machen wir mal eine 9 rein. Ach, keine so großen Zahlen. Minus 1 ist doch auch toll. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, minus 1. Anderes Beispiel als hier steht, gefährlich. Und wir entwickeln jetzt entweder nach einer Zeile oder nach einer Spalte. Da wir noch nicht wissen, was das ist, wählen wir das jetzt irgendwie zufällig aus. Also auf drei schreien Sie alle ganz laut Zeile oder Spalte. Eins, zwei, drei. Ah ja, es klang wie Zalte. Ich glaube, Zeile war ein bisschen lauter. Also wir entwickeln nach einer Zeile. Nach welcher Zeile wollen Sie entwickeln? Nach der ersten, zweiten oder dritten? Auf die Plätze, fertig, los. Ich hab ganz leise drei gehört. Wir entwickeln nach der dritten Zeile. So. Dazu schreibe ich die dritte Zeile nochmal schnell in einer anderen Farbe hin. 3, 6, minus 1. Ich hoffe, ich kann es mir so lange merken. 3, 6, minus 1. Wir entwickeln jetzt nach der dritten Zeile. So, und das geht so. Wir schreiben eine Zahl hin, die da in der dritten Zeile steht. Diese drei hier. Und dann, also diese drei hier. Und dann streichen wir den Rest der Zeile und der Spalte, in der die drei drin stand. Also das und das streichen wir weg. Und dann multiplizieren wir die 3 mit der Determinante von dem, was übrig bleibt. Das ist also diese 2 Kreuz 2 Matrix hier oben, 4, 7, 5, 8. Hoppla. Mal die Determinante von 4, 7, 5, 8. Dann nehmen wir den nächsten Term in der Zeile. Diese 6 hier und machen die gleiche Operation. Und zur Verwirrung nehmen wir diese Zahl noch mit einem anderen Vorzeichen. Also wir schreiben hin minus 6. Und dann machen wir wieder das. Wir haben die 6 genommen. Wir streichen die Zeile, in der die 6 stand, und wir streichen die Spalte, in der die 6 stand, und schreiben die Determinante vom Rest hin. Also 1, 7, 2, 8. Mal die Determinante von 1, 7, 2, 8. Und dann nehmen wir die letzte Zahl in der Zeile, nach der wir entwickeln. Das war die dritte Zeile. Das ist diese minus 1 hier. Die minus 1 schreiben wir wieder mit einem Vorzeichen plus 1 hin, also bleibt es eine minus 1. Also minus 1 mal die Determinante von was? Wenn wir die minus 1, wenn wir hier entwickeln, bei der minus 1 angekommen sind, streichen wir also die Spalte und die Zeile, in der die minus 1 stand, in Gedanken,
und multiplizieren mit der Determinante von dem, was übrig bleibt. 1, 4, 2, 5. So. Was ist das jetzt? Das ist dreimal. Jetzt haben wir 4 mal 8. Das ist 32 minus 5 mal 7. 5 mal 7 ist 35. 32 minus 35 ist minus 3. Dann haben wir hier minus. Das ist noch sehr mysteriös, dieses grüne Minus. 6 mal. Jetzt brauchen wir die Determinante von 1 mal 8 minus 2 mal 7. Also 8 minus 14, also minus 6. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht immer eine Zahl mal minus die Zahl raus. Das ist nämlich Zufall. Also kein Feature des Entwickelns hier. Und dann haben wir noch minus 1 mal die Determinante von 1 mal 5 minus 2 mal 4. 5 minus 8 ist minus 3. Okay, Glück gehabt, da kommt jetzt nicht 1 raus. Ja. Ja, genau, warum steht da minus 6? Weil ich mir gerade einen Spaß mit Ihnen mache. Ne? Also nein, nein, da steht minus 6 und ich erkläre das gleich. Ich sage ja, ich führe es Ihnen gerade mal vor und dann sage ich Ihnen, was ich getan habe. Und das grüne Minuszeichen, das ist bisher noch nicht erklärt. Vollkommen richtig. So, was kommt jetzt raus? Minus 9 minus 36 plus 3. Minus 9 minus 36 macht minus 45 plus 3 macht. Ah, jetzt ist toll, jetzt kommt minus 42 raus. So. Also, minus 42. Okay. So, was haben wir gemacht? Also, Sie haben gesehen, die roten Faktoren und diese Restdeterminanten, da haben Sie zumindest verstanden, was ich getan habe. Ich bin die Zeile, nach der wir entwickeln, durchgelaufen, Eintrag für Eintrag, und habe immer mit einer Determinante multipliziert. Von dem, was übrig bleibt, wenn wir die Zeile und die Spalte, von der wir jetzt schon eine Zahl haben, weggestrichen haben. Das passt ja irgendwie auch. Weil wir wissen ja, dass wir in der Determinante immer nur Terme hinschreiben, wo wir aus jeder Zeile, jeder Spalte einen Eintrag nehmen. Oh, ja, schade, es kommt nicht 42 raus, das wollen Sie mir sagen, gell? Hatte ich so sehr gehofft. Aber irgendwie minus 6 mal minus 6 ist halt einfach nicht minus 36, gell? Ja, das ist. Also nochmal kurz zurück. Hier steht minus 9 plus 36 plus 3. Also 36 plus 3 gibt 39 und minus 9 gibt 30. Also es ist ganz, ganz, ganz toll, wenn man nicht nur den Laplace'schen Entwicklungssatz kann, sondern auch noch rechnen kann. Da hapert es bei mir manchmal. Vielen Dank fürs Aufpassen. So, was wir hier gemacht haben, bis auf das Minuszeichen, haben Sie gesehen. Wir müssen ja, um so eine Determinante auszurechnen, immer aus jeder Zeile, jeder Spalte einen Eintrag nehmen. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Eintrag genommen haben, dann nehmen wir aus der Zeile nichts mehr und aus der Spalte auch nichts mehr. Und von den restlichen nehmen wir wieder so Kombinationen. Nee, was? Also wenn wir die 6 schon mal genommen haben, dann nehmen wir aus der letzten Zeile nichts mehr und aus der mittleren Spalte auch nichts mehr. Und von dem, was übrig bleibt, nehmen wir wieder nur so Kombinationen, wo wir aus jeder Zeile, jeder Spalte den Term nehmen, also die Determinante vom Rest. Das heißt, bis auf vielleicht einen Vorzeichenfaktor muss das irgendwie sowas von der Art sein. Alle Terme, wo die 6 vorkommen, sind die 6 mal die Determinante von dem Rest, was da oben noch steht. Und jetzt ist nur die Frage, kommt der Term mit dem Vorzeichen plus oder minus 1? Und dazu stellen Sie sich so ein Schachbrett vor. Vorzeichen. Also speziell das grüne Minus. Das grüne Minus. Vorzeichen, speziell das grüne Minus.
schachbrettartig verteilt. Also wir hatten hier diese Matrix und dann haben wir da immer irgendwie Plus, immer abwechselnd, Minus, Plus. Und unter dem Plus kommt ein Minus, Plus, Minus. Und das ist übrigens keine politische Aussage, auch in Baden-Württemberg, schwarz und grün und okay, also, naja, gut. Solange keine blauen Vorzeichen dabei sind, ist alles gut. Plus, Minus, Plus, Minus, so schachbrettartig verteilt. Das heißt, immer wenn Sie die Zahl nehmen, die dann der jeweiligen Stelle steht, dann nehmen Sie den mit dem Vorzeichen. Sie beginnen links oben mit einem Plus und dann immer abwechselnd Plus, Minus, Plus, Minus. Wenn Sie zum Beispiel die Diagonale runterlaufen, dann müssen Sie ja immer, um einen Schritt weiter zu kommen, ein nach rechts und ein nach unten gehen. Dann sind Sie wieder bei Plus, Minus, Plus angelangt. Deswegen hat also diese 6 da unten, die kam mit einem Minus-Vorzeichen. Jetzt sehen wir also schon, wir wissen schon, dass das irgendwie stimmt, was wir hier machen, dieser laplacische Entwicklungssatz, ja, auch wenn ich ihn gar nicht formuliert habe, sondern ihn nur so als Algorithmus beschrieben habe, wie wir ihn verwenden. Wir sehen schon, das funktioniert. Wir brauchen aus jeder Zeile, jeder Spalte einen Eintrag. Dann nehmen wir mal alle Terme mit den jeweiligen Einträgen aus zum Beispiel der dritten Zeile hier. Dann wissen wir, was wir da noch dran multiplizieren müssen. Und dann müssen wir noch gucken, dass die Vorzeichen stimmen, weil wir wissen ja, da gibt es so abwechselnde Vorzeichen. Das heißt, wenn wir uns das richtig überlegen, dann sehen wir, dass wir die Vorzeichen gerade so wählen müssen, dass es nachher aufgeht. Und das geht mit Spalten genauso gut wie mit Zeilen. Und jetzt sehen Sie natürlich hier schon bei diesem Beispiel, was wir eigentlich tun ist, wir schreiben alle Terme hin bei der Methode. Der ganze laplacische Entwicklungssatz ist nur eine Methode, um systematisch, rekursiv alle Terme hinzuschreiben. Also nur so eine Merkmethode, wie wir alle diese Terme, die wir haben, irgendwann mal hinschreiben. Wir fangen hier an, alle Terme mit der 3, alle Terme mit der 6, alle Terme mit der minus 1. Jeder kommt mit so einer Determinante. Die Determinante, das haben wir vorhin im Kopf ausgerechnet, das waren auch immer 2 Terme. Das heißt, eigentlich stehen hier nicht 3, sondern 6 Terme. Das sind gerade alle 6 Terme für diese 3-Kreuz-3-Matrix. Für eine größere Matrix entsprechend mehr. Das heißt also, wenn wir das Ganze für eine große Matrix machen, für eine 4-Kreuz-4-Matrix, dann steht im ersten Schritt immer Zahl mal Determinante von der 3-Kreuz-3-Matrix plus und so weiter, das 4-mal. Und dann müssen wir noch diese 3-Kreuz-3-Determinanten alle ausrechnen. Wenn wir das alles so runterrechnen, haben wir am Ende nur alle Terme hingeschrieben, die es gibt. Das ist natürlich nicht besonders schön, wenn das eine große Matrix ist. Aber das ist ganz nett, wenn das eine große Matrix mit vielen Nullen ist, weil dann wählen wir zum Entwickeln immer eine Zeile oder eine Spalte, in der viele Nullen drinstehen. Und dann ist natürlich irgendwie besser, weil dann sind viele von den Termen, die hier zwischendrin entstehen, Null. Dann haben wir also so sortiert, dass wir Terme, die nicht Null sind, von Termen getrennt haben, die Null sind. Und dann ist diese Methode ganz gut zum Ausrechnen. Also. Ja. Hier, zum Beispiel, wie diese minus 3 hier rauskommt. Also diese minus 3, das ist ja diese Determinante hier und das ist 1 mal 5 minus 2 mal 4. Das war also 5 minus 8, also minus 3. Das war unser Einstieg heute. Damit sind wir gestartet in die Welt der Determinanten. Und von da aus haben wir uns dann hochgearbeitet. Das schließt ganz schön den Kreis. Jetzt vielleicht nur, dass wir es gesehen haben. Wir entwickeln mal geschwind noch hier nach einer Spalte, dass wir das auch mal gemacht haben und dass wir sehen, dass das Gleiche rauskommt. Das schaffen wir gerade noch in den
paar Minuten, die wir noch haben. Nehmen wir mal die zweite Spalte, damit wir ein paar mehr Vorzeichen kriegen, weil in der zweiten Spalte haben wir zwei Minuszeichen. Also, das hier war übrigens wir entwickeln, entwickle nach dritter Zeile. Jetzt rechnen wir nochmal die gleiche Determinante aus. Determinante von, schreibe ich es mal spaltenweise, sage ich es beim Hinschreiben, 1, 2, 3. Dann zweite Spalte, 4, 5, 6. Dritte Spalte, 7, 8, minus 1. Und jetzt entwickeln wir hier nach zweiter Spalte. Wir werden zwischendrin andere Terme auftreten, aber am Schluss kommt hoffentlich auch plus 30 raus, falls irgendjemand rechnen kann. Also was kriegen wir da? Da kriegen wir jetzt minus 4 mal die Determinante der Matrix 2, 8, 3, minus 1. Das, wenn ich die erste Zeile und die zweite Spalte gestrichen habe. Dann bekommen wir plus 5. 5 kommt mit ihrem Originalvorzeichen. Mal die Determinante von 1, 7, 3, minus 1. Und dann bekommen wir wieder minus 6. Sie sehen schon, aus dem gleichen Grund wie vorhin, oben die 6 mit einem Minuszeichen kam, kommt sie jetzt wieder mit einem Minuszeichen. Determinante von 1, 7, 2, 8. Das ist natürlich auch die gleiche Restdeterminante, wie hier oben schon stand. Dann rechnen wir weiter. Dann haben wir minus 4 mal 2 mal minus 1 sind minus 2, minus 3 mal 8, 3 mal 8 sind 24, minus 2 minus 24 sind minus 26. Echt? Schon furchtbar. Viel zu große Zahlen zum Rechnen. Okay. Dann plus 5. Die Determinante von 1 mal minus 1 ist minus 1, 3 mal 7 ist 21. Minus 1 minus 21 macht minus 22. Minus 6 mal Determinante 8 minus 14 ist die minus 6, die haben wir auch schon mal gesehen. Okay, was kommt raus? 4 mal 25 sind 100, 4 mal 26 sind also 104, minus mal minus ist plus, also 104, oder? Dann 5 mal 22, 5 mal minus 22, also kommt es mit einem Minuszeichen, 5 mal 20 sind 100, also 110, minus 110. Und minus 6 mal minus 6 sind, wie wir uns schon überzeugt haben, plus 36. Dann haben wir also 104 minus 110 ist ein minus 6, plus 36 sind die gleichen 30 wie oben. Das heißt, das funktioniert schon mal zumindest, das Ganze. Das ist also eine weitere Methode, die für die Matrix hier gar nicht geschickt ist. Das war nur zur Demo. Ja? Für diese Matrix gar nicht so geschickt, nur zur Demonstration. Und damit machen wir Schluss für heute. Wir haben Determinanten kennengelernt.
Wir haben gesehen, dass wir aus der Anschauung heraus dieses Zwei-Kreuz-Zwei-Ergebnis verallgemeinern konnten. Und wir haben dann Methoden kennengelernt zum Determinanten berechnen, nämlich ganz wichtig Gauss. Manchmal hilft der Determinanten-Multiplikationssatz. Und bei Matrizen, die irgendwie löchrig sind, wo viele Nullen drin sind, ist dieser Entwicklungssatz auch ganz geschickt. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Dankeschön. Kann man noch was fragen, kurz? Ups. Ja, fragen Sie gerne noch. Kann man die Determinanten von einer Matrize nur berechnen, wenn das gleich viele Spalten wie Zeilen hat? Ja, Determinanten haben wir nur definiert und ist auch irgendwie nur da ein sinnvolles Konzept für quadratische Matrizen, Matrizen mit gleich vielen Zeilen wie Spalten. Jawohl. Okay, danke. Bitte.